Es ist wieder Freitag und ich habe euch ein paar neue Bücher mitgebracht. Wir haben ein paar neue Bücher mitgebracht. Wir, also Sabine und ich, aber auch meine Kinder. Denn diese Bücher, die wir ausgesucht haben, sind Bücher, die einerseits von den Kindern gewählt wurden und andererseits ist da auch ein Buch diesmal dabei, was ich ausgesucht habe, was aus meiner eigenen Kindheit ist. Ihr wisst vielleicht, dass dieses ganze Kinderbuch-Blog vorstellen bei mir auch so angefangen hat, dass ich Bücher für meine Kinder gesucht habe und dann habe ich zuerst auch Bücher genommen, die ich sogar noch besitze aus meiner eigenen Kindheit, auch noch Pappbilderbücher von ganz früher und irgendwann wurde das immer weiter ergänzt durch Bücher, die wir gekauft haben, die wir selber schön fanden. Ihr könnt also gerne, wenn ihr euch mehr für dieses Thema Kinderbücher interessiert, immer auf meinem Blog bienenloveslife.com umschauen. Dort findet ihr das unter dem Kids Club, wie sich das dort nennt, oder ihr sucht nach dem Wort Kinderbibliothek und dann werdet ihr gleich ganz viel Input bekommen. Wir fangen heute an mit unseren drei Büchern. Diesmal sind es nur drei, irgendwie ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht wieso, aber die Kinder haben gesagt, drei sind auch mal gut. Und diesmal habe ich gleich ein Buch dabei von Anfang an, was man vielleicht kennt. Stefanie Dahle ist die Autorin, die hat das Buch geschrieben, Die zauberhaften drei, im Arena Verlag erschienen. Stefanie Dahle kennen einige eventuell von Erdbeerinchen Erdbeerfee, weil sie diese Bücher auch schreibt und illustriert. Die Zeichnungen sind, ich versuche das jetzt mal hier ein bisschen ranzuhalten, damit ihr das seht, absolut einzigartig und sehr detailliert, sehr verspielt und verzaubernd. Ich finde, man kann das ruhig auch mal so sagen. Es gibt nicht so viele Bücher, die so ein bisschen eine magische Art haben. Und ich finde, das haben die Bücher von der Stefanie Dahle. Die zauberhaften drei sind diese drei Tiere, der Bär und dann das Stinktier, Entschuldigung, und die Maus. Die gehen auf eine Reise, sind im Wald unterwegs, auf eine Suche eigentlich nur. Und der Bär, Hox heißt er, der ist etwas schüchtern, der ist etwas ängstlich, so wie wir es schon öfters erlebt haben, wie Bären ja auch in Büchern dargestellt werden, nicht immer nur als starke Tiere. Und das Schöne bei dieser Geschichte ist eigentlich, dass die Bilder so toll sind. Also wir lesen dieses Buch, wenn wir es lesen mit den Kindern, sehr oft so, dass wir uns länger die Bilder anschauen, die Details sehen. Und die Geschichte dahinter ist natürlich auch total goldig, weil die Freunde, ich gucke gerade hier hinten nochmal rauf, einfach auch viel zusammen erleben. Also im Wald, deshalb muss ich das mal mir noch mal genau angucken, im Wald gibt es halt auch immer dunkle Ecken, wo sich andere Tiere verstecken. Und das ist für alle natürlich eine aufregende Reise. Und dieses Buch kann man deshalb auch nutzen, um so ein bisschen über das Thema Mutigsein zu sprechen. Ein zweites Buch ist diesmal das Buch, was ich ausgesucht habe, was aus meiner eigenen Kindheit ist, von Peter Hertling aus dem Belz Verlag, Ben liebt Anna. Dieses Buch ist ein Buch, was ich glaube erst ab 8 oder so ist, wie immer. Es ist sehr viel Schrift, also weniger Text und in diesen weniger Bilder, Entschuldigung. Und in diesem Buch geht es eigentlich darum, dass die Kinder sich kennenlernen. Anna kommt neu in die Klasse und Ben ist ein Junge, der da schon ist. Es geht um das erste Mal verliebt sein. Es hat auch ein bisschen was mit vielleicht schon Frühpubertät zu tun, wenn man möchte. Es ist ein Buch, was sich definitiv nicht unbedarft einem vielleicht 5- oder 6-jährigen Kind vorlesen würde, aber schon mal darüber reden kann, weil ich finde auch Kinder in einem jungen Alter verlieben sich schon mal in jemanden oder wollen jemanden heiraten. Das war bei uns im Kindergarten auch mal ein ganz großes Thema. Deswegen ein Buch, wo es auch darum geht, was bedeutet das überhaupt, wenn man sich für jemanden interessiert und wie kann man das äußern. Und eigentlich ist es auch nicht so falsch, das auch schon mit Kindern zu besprechen. Unser letztes Buch ist dann aus dem Wimmelbuch Verlag. Das ist das Gute Nacht Wimmelbuch. Und dieses Wimmelbuch haben wir zugesendet bekommen, also ein klassisches Rezensionsexemplar. In dem Buch geht es anders als in den meisten Wimmelbüchern erstmal um eine Vorgeschichte. Hier sieht man in den kleinen Ausschnitten, was so passiert und kann dann später in
in der großen Übersicht, zum Beispiel auf dem Bauernhof, wo die Tiere jetzt schlafen, genau gucken, was passieren wird. Die Geschichten sind sehr detailliert. Also es ist ein Buch, was wir, keine Ahnung, wir haben das mal fast eine Woche lang nur uns dieses Buch angeguckt, weil wir immer wieder neue Sachen entdeckt haben und dann fiel uns noch ein, ach stimmt, damals, als noch die Kleine gestillt wurde, wie war denn das da? Und dann hat der Papa auch mal die Flasche gegeben, dann wollten wir davor oder zurückblättern. Das ist also ein großformatiges Wimmelbuch wieder, was wir sehr schön finden und definitiv auch ein tolles Buch für Kinder, bestimmt schon ab 1 oder 2 Jahren, an dem man auch aber auch länger noch etwas hat. Diesmal eine sehr kleine, feine Auswahl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr auf dem Blog direkt nachschauen. Das ist bienelovelife.com. Da habe ich euch auch nochmal dazu geschrieben, was meine Kinder zu den jeweiligen Büchern sagen. Und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet an dieser kleinen Folge, auch wenn die so ein bisschen chaotisch irgendwie war. Das ist jetzt so mein Markenzeichen, habe ich das Gefühl. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Start ins Wochenende dann irgendwann. Tschüss.